So, weiter geht's. Let's play Fallout 4. Ja, Kate, unsere neue Begleiterin. Ich hatte ein paar technische Probleme. Der maximale Speicherstandanzahl, was weiß ich, wie man das nennt, ist erreicht gewesen. Deswegen konnte ich keine neuen Speicherpunkte ja, mehr in Auftrag geben, was natürlich zur Folge hatte, dass ich nicht speichern konnte, was zur Folge hatte, dass ich eine ganze Menge neu machen musste. Also ich finde, das hätten die mal ruhig anzeigen können, aber naja. Ich vergebe Fallout einiges. So, ja, jetzt, Kate, fang gar nicht an, mir auf die Nerven zu gehen, sonst können wir dich schon direkt wieder austauschen. Ich vermisse Nick irgendwie jetzt schon. Aber na gut. Ein paar Völkchen, habe ich ja gesagt, geben wir ihr. So, 10 mm. Was? 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 Habe ich da schon wieder einen Synth gehört oder was war das? Direkt die Waffe wieder ziehen hier, Lasergewehr. Und dann schauen wir mal. Also gut. Mass Bay Medical Center. Ach ja, wir suchen ja wieder. Oh nein, bitte nicht schon wieder irgendwo da hoch, ey, bitte. Also das könnt ihr mir nicht antun. So, wer bist du? Du schießt gar nicht auf mich, oder? Dein letzter Doch, Fehler. doch, du schießt auf mich. Ich war kurz verwirrt, weil die so Wenn ich dich passiv finde, war, wird's nicht aber schwer. die ist doch böse. Ja, so. Gut, also ich sag mal, dieses 6-Schuss-Kack hier, das ist echt ekelhaft. Das müssen wir wieder austauschen. Gunner Lieutenant Gutsy. Ja, okay, das fehlt mir jetzt noch, dass ich jetzt hier sterbe. Ja, und genau das ist nämlich, was ich glaube ich vergessen habe. Wir haben nämlich jetzt die Fleisch vom Mischlings und genau, weil das nämlich alles nicht mehr gegrillt war, habe ich jetzt hier diese Kacke. Aber okay, gut, das müssen wir dann an der nächsten Grillstation machen. Ihr wisst jetzt, woran es liegt. Also wir haben jetzt auch deutlich weniger Items eingesammelt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Hey, und da hinten ist Nick. Also der unterstützt uns, selbst wenn er uns schon gar nicht mehr folgt. Also der ist super, der Typ. So. Gunner Lieutenant Gutsy hat sich erledigt. Dir schießen wir einfach mal ganz gekonnt in den Kopf. Und solange Nick noch da ist, mache ich mir ja sowieso überhaupt gar keine Sorgen. Also das ist ja mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt schauen wir mal hier. Legendärer Gunner. Okay, den gehen wir dann mal lieber erst einmal aus dem Weg. Schauen wir mal. Der ist ein normaler Gunner. Da werden wir ja locker mit fertig. Der hatte hier ziemlich viel nützlichen Krempel dabei. Und wir sollten natürlich bei der ganzen Sache hier unser eigentliches Ziel nicht aus den Augen verlieren. Nämlich, ja, diesen blöden, verkommenen, ekelhaften, mettigen Sender wieder aufzustellen. Aber klar, hier muss man sich natürlich jetzt erstmal um das Überleben sorgen. Und deswegen kümmern wir uns jetzt auch erstmal darum, obwohl ich hier eigentlich rein muss oder da rein muss. Das ist eigentlich vollkommen egal, wo ich reingehe. Aber wir nehmen dann doch den Haupteingang. Was war das, wenn ich fragen dürfte? Also wenn nicht, ist auch okay. Dann musst du nur sagen, ich will nicht aufdringlich werden, aber das sah ja schon komisch aus. Gut, wir müssen rein. Das bringt ja alles nichts. Dann gehen wir auch rein. Ja. Schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Ne? Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir da jetzt mehr oder weniger unbeschadet durchkommen. Denn solange es nur Gunner sind, müssten wir die unter Kontrolle haben. Und ja, wir haben jetzt nicht mehr viel sonstige Hilfsmittel, aber wir haben fast 300 Stimpaks. Also ja, irgendwann müssen wir die auch mal ausgeben. Das können wir natürlich jetzt gleich mal mit anfangen. Okay, mein letzter Fehler, sagst du. Du bist nur ein Gunner-Rekrut, also. Gut, also ein Gunner-Rekrut, der hier 3 Kopfschüsse aushält. Also weiß nicht, ob das so ganz normal ist irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Na gut. Hier ist auf jeden Fall eine Kochstation. So, da werden wir uns jetzt erstmal neues Zeug holen.
Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir. Ne, da können wir, wenn Feinde in der Nähe sind, nicht dran. Das habe ich mir gedacht. Esotronic. Oh nein! Alles nur nicht so ein Vieh. Oh, die hasse ich doch wie die Pest. Gut, ja, hauen wir uns mal eine Quantum rein. Und jetzt, ja, jetzt, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Dafür kann auch mal ein Mad-X nicht schaden, würde ich sagen. Ein bisschen Schadensresistenz kann man sich dafür mal geben. Und dann kümmern wir uns am besten um Pigmans Klinge. Ja, das, die Drogen haben Kate, glaube ich, gefallen. Und da kriegen wir diesen Aggressotron, glaube ich, am besten im Nahkampf platt, weil da kann er sein Schild nicht so richtig aufladen. Ja gut, und dann war das schon eigentlich ganz gut. Ja, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Okay. So, können wir jetzt kochen? Ist das machbar? Das wäre super. Ich habe doch hier gerade irgendwo eine Kochstation gesehen. Hier ist sie doch. Herstellen. Geht immer noch nicht. Kannst du während eines Kampfes nicht verwenden. Ärgerlich. Tja, da muss ich erstmal den Kampf hier beenden. Das heißt, ich muss einen Gunner beenden. Boah, du dummes Schwein, du Drecksau. Okay, Molotov Cocktails, den Pack. So, jetzt aber, oder? Jetzt kann ich hier dran. Och, leck mich doch am Arsch. Wo ist denn der nächste? Oh, da ist ein legendärer sogar. Da wollen wir doch mal sehen hier, ob du wirklich so legendär bist. Buff out, schnell, aber solange das Mad X noch wirkt, sollten wir uns um den legendären kümmern. Hier kommen wir nicht hoch. Na komm schon. Zeig dich. Oh nein. Bumm. Bumm, bumm, bumm. Okay, legendärer Gunner, da ist er. Das ist eine Plasma-Pistole, das weiß ich ganz genau. Oder vielleicht sogar ein Plasma-Gewehr. Legendärer Gunner ist mutiert. Boah, und ihr seht, trotz Mad-X kriege ich hier ordentlich Schaden. Boah, bitte, bitte, der oder ich. Jetzt hat es keinen Sinn mehr zu heilen. Boah, das war Glück, das war Glück, das war Glück. So, ganz schnell ein Stimpack hier reinhauen. Aber mega schnell. Zack, so, direkt mal rein damit. Gut, des Giftmischers, Plasmakartusche. Ja, dass ich das Ding mitnehme, brauche ich ja nicht lange zu sagen, glaube ich. Komm her. Plasmagewehr. Schauen wir mal, was das kann, das Ding. Und jetzt haben wir hier, ja, typisch Gunner. Die haben auch wieder keine Gefangenen gemacht hier, beziehungsweise doch Gefangene gemacht. Aber leider haben die nicht überlebt. Da kommen wir ein bisschen zu spät. So, dann schauen wir mal hier. Terminal entsperren. Ja, hier geht mir das jetzt schon wieder auf den Sack, dass Nick nicht da ist. Also, ja, Kate, sei mir nicht böse, aber lange, lange werden wir das mit dir nicht machen hier. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir angeeignet habe. Ja, gut, Kate. Also, ob solltest du da drauf stolz sein, das ist jetzt die Frage. Auf der anderen Seite könntest du natürlich für Leute, die sich jetzt extrem auf den anderen Part geskillt haben, also extrem auf Hacking geskillt haben, für die Leute wirst du natürlich sehr nützlich sein. Nee, aber für uns leider nicht so sehr. Aber macht nichts. Wir wollen ihr mal eine Chance geben. Sie hat ja auch ein paar ganz schicke Argumente, ne? Aber wie gesagt, nicht so lange, damit wir hier wirklich auch... also sobald wir mit der Hauptquest weitermachen, werden wir den Partner wieder tauschen, so viel ist klar. Glühbirne, vielleicht können wir ja bis dahin die erste Vertrauensstufe erreichen, dann kriegen wir von ihr ja auch noch eine Quest. Aber mal schauen. Mal abwarten. So, jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier die Quest gebacken kriegen. Dafür gehen wir am besten hier mal noch eine Ecke nach oben und hier sollen wir den Aufzug aktivieren. Sanitätszentrum Nord. Ja, da warten bestimmt einige Stimpacks auf uns. Ich würde aber gerne erstmal hier die Quest erfüllen. Den Rest können wir später machen. Aber wenn ich hier schon mal einmal den richtigen Weg jetzt gefunden habe, dann sollten wir den jetzt auch ausnutzen. Also ich habe ja echt nichts gegen Umwege, aber bei diesen Windfahnen, da fahren Wind oder was weiß ich, bei diesen Missionen, da möchte ich die doch recht schnell hinter mich bringen.
keine guten Erfahrungen mitgemacht. So, da oben steht eine Powerrüstung und da geht gerade einer in die Powerrüstung rein. Das ist nicht so schön, finde ich. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber na gut, wir sind eigentlich relativ in Sicherheit hier. Ja, das ist dir doch egal. Gut. Ja. Na gut. Der Kommandant hier, also der aus der Powerrüstung, kriegen wir den echt sehr schlecht raus. Da müssen wir jetzt schon, also das ist glaube ich hier, ist halt jetzt notwendig, mal Jet zu verwenden. Denn mit dem Jet haben wir die Möglichkeit, Zeitlupe für 10 Sekunden, dem hier genau in den Schädel zu schießen. Also auf jeden Fall deutlich einfacher und auch deutlich treffsicherer, als das ohne der Fall wäre. Und jetzt sind wir hier in der legendären Zeitlupe, die uns da jetzt auch noch mal ein bisschen weiterhilft. Jetzt brauchen wir allerdings hier... wir müssen mal gucken hier. Also lange geht das ja nicht mehr gut. Wir müssen uns mal, glaube ich, noch eine Quantum hier reinpfeffern. Die heilt auf jeden Fall sofort. Gibt uns sogar noch Kronkorken. Verdammt, ey. Das war jetzt ein ganz blöder Moment, um... wir sehen, so einfach ist es nicht. Jetzt, wenn die mal stehen bleibt, dann haben wir natürlich auch ohne Jet gute Karten, den Kopf zu treffen. So. Na, sehr schön. Wer sagt's denn? So, Torso, den kannst du behalten. Die Patronen, die nehmen wir natürlich. Und der Rest. So, okay. Gut, wo befindet sich der Nächste? Ja, unser Arm ist verkrüppelt. Das ist nicht schön. Ah, da oben bist du. Komm mal direkt her. Da ist noch ein Plasmagewehr. So, da bleibst du stehen. Und da schießen wir dir dann direkt in den Kopf. Und der war tödlich. So, lecker. Okay. Das ist sogar ein Scharfschützengewehr nur, aber ich hatte eine Plasmawaffe gesehen, da bin ich mir relativ sicher. Naja, sei es jetzt drum. Gut, wir können auch mal ein bisschen mit dem Erlöser arbeiten, würde ich sagen. Eine kleine schallgedämpfte Pistole, schneller Ladezyklus, das geht eigentlich recht schnell damit. Hohe Kapazität vom Magazin her, da ist schon ganz in Ordnung soweit. Gut, so, wir müssen hier nach oben gehen. Da bin ich mir sicher, denn relativ weit oben müssen die Dinger ja immer aufgestellt werden. Von daher kann die Richtung hier eigentlich nur oben sein. Das passt soweit auch. Schauen wir mal, hier drüben sehe ich, glaube ich, eine Munitionskiste, wenn ich mich nicht vertue. Ich vertue mich aber ganz gewaltig. So, dann schauen wir mal, hier ist nichts drin. Hier, safe. Ja, machen wir einfach mal den Einsteiger-Safe auf. Gucken wir. Geschafft. Ob sich das lohnt? Ja, Fusionszelle tatsächlich, das lohnt sich doch. Und vor allen Dingen Kate gefällt das immer, wenn wir irgendwas aufknacken. Also wird das bei ihr wahrscheinlich nicht allzu lange dauern mit der Erhöhung des der Vertrauensstufe. Denn ihr gefällt ja tatsächlich dann eine ganze Menge. Denn dass wir irgendwelche Sachen knacken, das kommt ja nicht gerade selten vor. Was haben wir denn hier? Sieht irgendwie aus wie ein CT oder sowas. So, Bonnie Soloband, wollen wir mal hören, was die gute Bonnie da so erzählt. Ich hinterlasse diese Nachricht bei Marcy, falls du hier nach mir suchst. Aber ich bete, dass du es nicht tust. Das Militär hat das Krankenhaus übernommen und in der Stadt herrscht Chaos. Die Lage ist... Es ist schrecklich, Wayne. Jeden Tag sterben Leute und meistens können wir nur zusehen. Dafür sorgen, dass sie nicht allzu sehr leiden. Eine der Schwestern hat mir erzählt, dass sie ein Radiosignal gehört hat, das nach dir und den Jungs klang. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du noch irgendwo da draußen bist, aber wir haben einen Weg hier raus. Und ich werde versuchen, dich zu finden. Hey, wer bist du denn? Okay, so im Vorbeigehen haben wir mal kurz den Safe hier noch aufgespürt. Also, das Krankenhaus wurde vom Militär überrannt. Jetzt weiß ich nur nicht ganz, welches Militär die meinen. Ob das jetzt zum Zeitpunkt der Bomben spielt, diese Sprachnotiz oder wovon da die Rede ist.
Das kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen. Alles klar. Allerdings, ja, müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Hier würde ich ganz gerne hoch. Klappt das? Nee, das klappt nicht. Da muss ich mir einen anderen Weg hochsuchen. Am besten, am besten, am besten. Ja, wie komme ich da hoch? Das ist jetzt die 1000... Ah, hier komme ich hoch. Okay. Einfach mal umdrehen, wäre in dem Fall eine Option gewesen. Aber, ja gut, mit sowas Einfachem kann man ja fast schon nicht rechnen. So, Aufzug nehmen. Aufzug fährt nach oben. Da gehe ich schwer von aus. Und dann müssten wir ja gleich auch irgendwann mal auf dem Dach angekommen sein. Also so lange kann das ja auch nicht dauern. Wie hoch ist denn das Krankenhaus? Ja, obwohl doch, das war von außen schon... war schon ziemlich hoch, ehrlich gesagt. Wollen wir mal gucken, ob wir das hier noch geregelt kriegen jetzt in der Folge. Lange darf es nicht mehr dauern, am besten. Aufzug öffnen, aber das sieht doch schon gut aus. Hier kann doch jetzt nicht mehr viel schief gehen. Ja, wunderbar. Hier können wir jetzt, hier haben wir die erhöhte Position. Hier bauen wir die Mila auf, Mila entfernt. Jetzt schauen wir uns hier nochmal eben um. Hier haben wir noch ein bisschen Buff-Out und zwei Splitterminen und ein bisschen Psycho. Ja, das ist doch schön. Und dann gucken wir mal einfach nur Interesse halber, wo uns der Knopf hier hinbringt. Ach, der bringt uns runter. Okay. Ja, jetzt macht keinen Scheiß, dass wir hier jetzt irgendwie... Oh, 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 oh. Wo sind wir denn hier gelandet? Also voll im Gunner-Zentrum hier. Komm mal her. Du Sau, stirb mal. Und du könntest eigentlich auch mal sterben. Das wäre auch was Schönes. So, das wäre damit erledigt. Dich hätten wir auch bauen. Die hatten ja gute Sachen dabei. Jetzt schauen wir mal hier. Ticker Tape Launch. Na gut, wir gehen einfach mal jetzt hier rein. Müssen wir hier rein? Auch von der Quest her. Erstattet Tüftel Tom Bericht. Nein, eigentlich müssen wir nicht da rein. Wir müssen nur, ja, Questmarker-mäßig hier rein. Da sieht man hier einer an. Weil wir ja zu Tüftel Tom müssen. Aber wir werden trotzdem den Weg hier durchnehmen, um mal zu schauen, was es hier noch gibt. Allerdings erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.